Ja, hallo und willkommen zurück zur vierten Folge von Horizon Zero Dawn. Wie ihr seht, bin ich im Fertigkeitenmenü, denn ich bin ja schon Stufe 4 und habe ein paar Punkte zu vergeben. Hab mir die Skills auch schon ein bisschen angeschaut, sieht alles relativ interessant aus. Und ich werde mich zuerst für Finder entscheiden, weil ich dann anscheinend mehr Rohstoffe abernten kann. Das klingt auch schon mal gut, dann hebe ich mir für später aber auf. Aber was wirklich toll aussah, war hier stiller Schlag. Da kann ich kleine Gegner direkt mal wegrotzen, ohne viel Mühe, wenn ich mich einschleiche. Das war auch gut, da kann man nicht am Boden liegen, den Gegner direkt mal finishen. Und Konzentrationsschuss, das hat mir auch gefallen. So ein bisschen Bullet Time Action. So. Oh, weiter in der Mission die Vergessene. Das ist so eine Nebenquest. Soll ich den Bruder von der Tussi finden? Schauen wir mal, ob wir den noch finden. Die sitzt da oben übrigens auf dem Felsen, die junge Dame. Ach, ich drücke immer die falschen Knöpfe. Ich will schnell laufen, drücke dabei aber springen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Kaninchen. Ha. Heute gibt's Hasenbraten. Ah, ich treffe alles, aber das Schildschwein nicht. Hey, du Sau. Na, ich muss ja eh hier lang. Na komm schon, Bitch. Oh, da hausen ja Gegner. Oh Mann. Der ist zäh. Jetzt nicht mehr. Wenn man den Trämer raus hat, ist das wirklich gar kein Problem mehr. Einfach nur auf die Klotzer schießen. Wo ist denn der andere? Fliegt da weiter hin? Man sieht die nicht immer richtig, wenn die so im Dreck leiden. Loot, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen.
Na? Wo ist dann die Spur? Ah, hier. Dann folgen wir mal der Blutspur. Wem gehört dieses Messer? Untersuche das Messer. Mache ich doch. Ja, dann halt so. Hat jemand damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Ach, Mist. Hätte doch jetzt mal klappen können, dass ich ab. Naja, wenigstens kommt das zurückgelaufen. Da, ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Ist ja sehr mysteriös, das Ganze. Wir werden den Übeltäter schon finden. Nützlich für eine alte Rezeptur. Na komm nur her. Ha. Keine Chance. Ach, schon wieder der falsche Knopf. Ich bin echt wirklich sehr auf den ersten Endboss gespannt. Das wird bestimmt eine harte Nuss. Und wo ist denn das Lagerfeuer, das sie entdeckt hat? Das kann ich gut gebrauchen. Ist ja auch egal. Ah, da. Direkt vor meiner Nase. Hoffe ich fackel sie jetzt nicht ab, sie steht nämlich voll drin. Das ist verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Falls Brun das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Ja, bis jetzt ist es ja nur ein A nach B. Was und haben B diese Zünderer denn da?
Alles böse. Die sind echt ein bisschen stabiler schon. Schon wesentlich mehr Damage. Ich glaube, ich bin sicher. Peitsch mich, schlag mich, ich gebe mir Tiernamen. So leicht mache ich euch nicht. War wohl mal ein Wächter. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. So. Weiter nach Brom suchen. Ach. Na, war da oben? Jemand hat diese Vorräte geplündert. Rom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Ich versuche ja der Spur zu folgen, aber ich bin schneller als das Spiel, von daher. Oh, jetzt hat sie sich mal richtig wehgetan. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Eine gute Frage, Sherlock. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Du bist kein Geist! Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Ja, geht doch. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen.
lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank. Na, sehr lippensynchron ist das Spiel aber nicht. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, bitte, Schwester. Ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, mach das, Aloy. Kümmer ihn. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. So, Brom gerettet. Meine Frauchen hier verblutet halber. Sollte ich mal noch ein Medizin suchen gehen? Zwar noch hier runterkommen, ohne mir das Genick zu brechen. Ja. Wie habe ich gerade noch gesagt? Ah, das war so eine Art Erste-Hilfe-Trank. Jetzt bin ich wieder voll. Gab es nicht noch eine Nebenaufgabe? Ja, genau, die Aufträge. Kauzige Krater. Hoffentlich nicht sehr weit weg. Na, geht. 300 Schritte. Jetzt halt, dass ich ein Reitvieh bekomme. Naja, Steine brauchen wir eigentlich keine mehr. Schön im Vorbeigehen weggerotzt. Jetzt wird's laut. Na, warum hatte ich mit dem jetzt so Probleme? Hey, du Nick Taras. Ich dann nochmal da hochkommen. Da bin ich schon tot. Ich kann ja es wagen. Hier ist noch irgendwo eine Nebenquest. Dieses grüne Ausrufezeichen wird mich wohl dahin leiten. Aber erstmal da hoch. Ne? Ich will eine Abkürzung, komm. Hab dich nicht so.
Ist ja gut, ich gehe ja den Weg. Immer diese Snobs zu ihrem Wegen. So schnell erledigt man mich nicht. Urmutter. Als mein Name gegen den Bett. Hallo, Grata. Urmutter. Seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein. Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Urmutter, deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, habe aber meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grata. Ich tu, was ich kann. Ja, ja. Bringt man ihr erstmal zu futtern und dann will sie noch mehr. Kriegt natürlich den Hals nicht voll. Vorsicht da unten! Und die respawnen aber ziemlich schnell. War doch gerade erschienen und hab die zwei kalt gemacht. Meine Güte, manchmal ist es aber echt. Manchmal sind sie echt schwer zu treffen. Manchmal One-Hit-Wonder, anderes Mal muss ich ein ganzes Magazin reinhalten. Ah, da ist ja noch die eine Quest von eben. Norbert Wildstein, du. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen. Geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Natürlich doch. Ich tu, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Ist ja kein Problem. Jetzt will man erstmal noch der Krater helfen, der Kauzigen. Checkpoint. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Flatsch. Platsch. Platsch. Und manchmal wirklich ist das gar kein Problem, die umzunieten. Ein anderes Mal jedoch. Naja. Es scheint so, als dürfte man
Aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Das dürfte man nicht den Fehler machen, auf das Auge drauf zu zielen, sondern eher so ein Stückchen daneben. Hey. Blöd abkratzen, Tussi. Oh, jetzt hänge ich schon an einer Brücke fest. Ja, bravo. Das erste Mal gestorben, weil ich irgendwo festgehangen habe. Yippie-yay. Jetzt gucken wir uns mal die Ladezeiten an. Das ist zum ersten Mal, wo ich die Ladezeiten sehe nach einem Tod. Na, geht. Ist eigentlich annehmbar. Ist ein Anfang. Ja, ein Stück daneben, das hilft. So, jetzt möchte ich den Sprung aber schaffen, bitte. Geht doch. Moment, beim ersten Mal so. Auf Mario machen? Nö, ne? Da geht's weiter. Mist, verfluchter. Jetzt wieder ganz runter, ne, oder? Nee, oder? Ich hab keinen Dunst, wo ich gerade bin. What the hell? Geschafft. Also mal ein Riesenlagerfeuer. Sieht interessant aus. Wie hat die ihre Perlen vergessen? Aha. Ja. Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Was für eine Aussicht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Nun gut, die Perlenkette bringe ich in der nächsten Folge zurück. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.